festgestellt, dass Holzkohle genauso gut ist wie normale Kohle. Kann mich aber auch täuschen, aber ich hab's letztens festgestellt. Vielleicht haben sie das irgendwie geupdatet, aber. Okay. Können wir gleich ja nochmal testen. So, dann mach ich mal so eine Art Treppe aufs Dach. Dann können wir hier oben so eine Art Dachterrasse machen. Wäre der Pitbull mal dafür. Was macht denn ein Schiff da oben hin? Oh, scheiße. Lol. Da war ein Schiff in der Wand. In der Wand. Schlecht gepackt. So. Da. Hey, das sind die Diamanten. Das sind meine. Lass sie. Gehört mir. Alles meins. Alles meins. So. Man hört deine Maus übelst. Ja, auch in der Aufnahme. Ich weiß. Kacknoob, kommst du da nicht hoch? So ein Zaun außenrum, würde ich sagen, oder? Was würdest du sagen? Oder eine Ebene Holz und dann ein Zaun drauf. Sieht auch nice aus. Nur Zaun sieht irgendwie so schäbig aus. Ich weiß gar nicht. Dann muss man Zaun craften, hab nur noch 10 Stück. Das Holz unten ist schon das Richtige, oder? Ja. Das, wo in der Kiste ist. Ja. Doch, das sieht gut aus. Aus wie macht man denn Ding? Aus Sticks? Ja. Ich habe jetzt einfach gerade mal eine Tonne Sticks gecraftet, ohne nachzudenken. Eine Tonne? Ja, halt, ein paar. Zu reichen 32? Ja, bestimmt. Hast du schon diesen Trick hier gelernt? Warte mal, wo habe ich hier eine Fackel, damit ich es zeigen kann? Hab keine Fackel, aber ich mache mir schnell eine. Warte mal. Und zwar, du kennst doch bestimmt das Gefühl, wenn du in der Höhle bist und nicht mehr rauskommst, die meisten buddeln sich nach oben. Mhm. Was machst du, wenn Kies auf dich fällt? Ich sterbe dann immer, was machst du dann? Fackel auf den Boden hauen. Ach man, du kennst den Trick ja schon. Geil, gell? Ein verreckter Kies, ja. Das ist cool. Auch mit Sand geht das, glaube ich. Mit Sand habe ich noch nie ausprobiert. Ich verrecke immer nur mit Kies. Also bin immer mit Kies verreckt. Warte, ich gebe dir Zaun. Ich mach hier ein bisschen Lichter. Nicht, dass wir gleich hier Besuch haben. Stimmt. Nimm deinen Zaun mit. So. Warte mal, ich muss mal schnell was testen. Das ging früher. Warte, geh mal runter. Drauf zu springen oder was? Ja, warte, ist auch komisch. Geht nicht mehr. Kannst ja nicht drauf springen. Doch, früher ging das mit Shift. Das ist doch höher als ein Ding. Das ging früher mal. Irgendwie mit Shift und Springen gedrückt halten, glaube ich, dann konnte man da irgendwie drauf. Kommt dann noch ein Dach hin oder lässt du das so? Panorama. Ja, das soll doch kein Dach drauf kommen. Was heißt Panorama? Dass man Sterne anschauen kann. Hier was Lustiges. Für die Leute, die hier auf dem Dach sind und denen so heiß ist, dann können die einfach hier schön reinspringen. Oder? Jo. Hier mit den Tintenfischen baden. Komm, spring rein. Hast du das gesehen, wie viele Drehungen das waren? Ich spring auch, Achtung. Das war ein Köpfer. Das geht für einen Assassin's Creed
Ich weiß nicht, ob das in Revelations geht, aber in... Doch, in jedem. Also in ab Brotherhood, glaube ich, oder? Ab dem Zweier. Köpfer. Okay. Ab dem Zweier. Ich wusste es nie. Dann habe ich Assassin's Creed 2 gespielt. Und da wird es noch angezeigt, wenn du springst. Da steht dann da A und dann, ich glaube, Kopfsprung. Okay. Und dann habe ich es bei im Brotherhood auch mal ausprobiert. Da ging es dann und dann... Hast du Revelations schon durch? Ja, ja, klar. Also hochgeladen? Ja. Die allerletzte Mission musste ich löschen, weil die Inhalte dritter hatte. Kenn ich. Aber das ist nicht die letzte Mission bei mir, das sind manchmal Missionen mittendrin. Ja, aber mittlerweile weiß ich, wie man dagegen Einspruch erheben kann. Da gibt es so einen englischen Text dazu. Und dann wird es meistens durchgenommen. Die Zockerkatze hat mir erzählt, die hat das schon 30 Mal gemacht und es wurde 30 Mal stattgegeben. Ja, sie hat mir jetzt erzählt, dass da irgendwas mit Battlefield 3, das ist so oft. Okay. Kommt. Okay, was machen wir jetzt? Das Haus steht ja schon fast. Apropos, ich würde mal interessieren, wie der Kanal jetzt ausschaut, weil sie hat ja gesagt, jeder sollte die abonnieren und sie löscht alle Abos. Jetzt kann man sie ja wieder abonnieren, schon längst. Ja, schon klar, aber... So, hier ist auch eine Tür, passt. Bildchen. Angeln müssen, komm, wir bauen ein paar... Ah, ich habe keine Schnur und so ein Scheiß. Müssen wir alles noch holen. Gelle? Zum Neuanfang. Räumaktion beendet, abonnieren erlaubt. Jetzt hat sie... 179. Ich würde mal sagen, dekorieren, oder? Einrichtungen hier im Haus, oder ist keine Lust? Jo, machen wir gleich. Ich glaube, die soll sich mal ein neues Fettset kaufen. Gut, mit was willst du es dekorieren? Bücher? Oh, da hinten ist Lava. Ja, wenn du Bücherregale hast, kann man hier ein paar Bücherregale auch hinstellen. Ich hab mir gerade eine Schere gebaut. Hinten ist Lava. Dann baue ich ein paar Blätter ab, wenn ich hier einen Baum finde. Hörst du mir eigentlich zu? Wo ist Lava? Da hinten. Wo ist da hinten? Ja, wenn du beim Sprungbrett ungefähr gerade ausschaust. Okay. Siehst du's? Nö. Komm mal hoch. Ich guck später. Ich guck gerade ein paar Blätter. Aber ein paar schöne Blätter, da müsste ich da hingehen. Später. Gleich bin ich da. Ist wieder dunkel, falls du Monster fetzen willst, gell? Aber wieder bis auf Level 13, das dauert nicht. Level 0, das ist ja zum Kotzen. Du hast doch meine XP eingesammelt, du Lapp. Hab ich nicht? Ich habe ja alle meine Sachen eingesammelt und ich bin kein Level gestiegen. Meine XP waren weg. Ja, ich habe aber keine dazu bekommen. Da hat so ein Neger die Dinger eingesammelt. Ja, so ein Zombie. Ja. So ein Neger-Zombie. So, noch ein paar Blätter holen für so ein paar pflanzliche Gestalten auf dem Haus. Ich suche jetzt eine Mine. Ich habe jetzt auch Bock, dass ich Diamanten finde. Echt? Ja. Da habe ich jetzt gar keine Nerven zu. Doch. So, und ab nach... Oh, da ist ein Ender. Eine Enderfotze ist da. Ich hab Angst, das sind überall Creeper. Ich dachte, du fetzt die weg. Ja, ich hab mein Schwert noch gar nicht ausprobiert. Ach so ist das, so sieht's aus. Wo finde ich denn da irgendwie? Oh mein Gott, ich hab eine Schlucht gefunden. Eine Schlucht gefunden? Ja, diese riesigen Dinger da. Okay. Die ist echt riesig. Schafe drin? Wie kommen da Schafe runter? Hey, da ist ein Spider-Jockey, also so ein Spider-Skelett, die reiten. Ja, die sehe ich auch manchmal. Die sind echt cool. Toll, wie soll ich jetzt da runterkommen? Nein, da ist ein Skelett, geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott, Skelett tötest du mit zwei Schlägen. Endgeil. Ich finde die Feuerdinger besser, dass du die anzünden kannst. Sind richtig nice. Oh, Skelett mit einem Schlag. Mann, oh. Alter, das Schwert bockt übelst. Mit Schaden. So, zwei Pflanzen haben wir schon mal hier drin. Nein, aua. Scheiß Creeper.
crafte mal was. Gute alte Falltür. Richtig. So. Können wir auch nochmal Pflanzen hinstellen? Das ist Eisen ohne Ende. Fett, ich habe jetzt. Bin nur im Schlucht, die haben mich nur den Eingang runtergegraben, hab schon 14 Eisen. Krass. Ich dachte gerade, du sagst Diamanten, ne? Ja, klar. Die wachsen auf Bäumen. Ja. Ah, da geht's. Oh! Die Kollegen warten schon alle. Jawohl, bald kommt 1.3 raus. Haben die schon irgendwie Datum oder sowas? 1.3. habe ich gelesen. Ja, was babbel ich? 1.3. 1. August. 1.3. 1. August. Ich habe so Angst. Hey, da ist ein Enderman. Und ich glaube, der ist aggressiv, weil er mich schlägt. Warum wird mein Pitbull nicht angezeigt? Pitbull wird angezeigt. Okay. Dann Pitbull wird angezeigt. Ui, da geht's nach unten. Was kann man noch machen? So eine Art Schirm vielleicht? Ja, aber brauche ich wieder Wolle, da habe ich keine Nerven dazu jetzt. Dass der große Pitbull eigentlich nicht abbrennt, wundert mich. Weil normalerweise kann Wolle angezündet werden von Blitzen. Ich weiß, es hat ja noch nicht gedonnert hier bei uns, während wir gezockt haben. Also bei mir zumindest nicht. Bei mir auch nicht, aber irgendwann muss es ja passieren. Ja, irgendwann donnert's und dann müssen wir am besten schnell schlafen gehen, damit es schnell vorbeigeht. Kann es eigentlich auch tagsüber so richtig anfangen zu regnen oder nur abends? Auch tagsüber. Dann ist es halt richtig dunkel, aber es ist noch Tag. Und da sind auch Monster am Start, weil es dunkel ist. Aber es ist Tag. Oh also. Mein Gott, warte mal, ich werde gerade umgebracht. Die Kackviecher. Ah, so was passiert. So, wo haben wir den Eingang? Da. Du Lappen. Hast du einen Krankenwagen? Nee. Ich nix Krankenwagen gehört. Du nix? Nix, nee. Hat eigentlich Semtex oder irgendwer schon geantwortet? Sehe ich ja nicht, ich hab Vollbild. Aber mach auf gar keinen Fall Vollbild weg, weil dann wird die Aufnahme neu gestartet. Ja, ich weiß. Morgen. Scheißdreck. Machen wir einfach am besten Erde. Nein, ich hab doch die Erde hingesetzt, du Arschloch. Da sind überall Zombies. Und irgendwie laufe ich nur im Kreis. Scheißspiel. So, ich habe hier einen Eingang gemacht, wie man da runterkommt. Ich geh da mal direkt runter. Friss was und dann geh ich runter. Ins Dungeon? Ja. Kommst du mit? Hey, das sind Pilze. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme, wo ich gerade bin. Ach, du bist ja schon irgendwo unten, oder was? Ja, willst du auch kommen? Nee, ich wollte jetzt gerade bei mir runter. Aber erst wollte ich meine ganzen Sachen ablegen, obwohl das gar keine wertvollen Sachen sind, aber scheiß drauf, lieber ablegen, bevor ich alles verliere und mich dann extrem aufrege. Ich baue gerade einen Weg nach oben. Warte, ich weiß, wo du hin musst. Nein, nein, nein! Oh, ich bin das Ding runtergefallen. Ich grab mich die Schlucht nach oben, dreh mich um, fang an zu laufen und fall direkt runter. Nice. Voll self-owned. Spawn trappen. Hier, jetzt brauche ich nicht nochmal runterfallen, dann bin ich hin. Und, so, alles rein, würde ich sagen. Erstmal. Warte, ich weiß ungefähr, wo du, glaube ich, hin musst. Ich will nicht zu dir, ich will zu mir. Na, komm zu mir, das ist so cool. Warte, ich geh jetzt mal bei mir runter gucken, was da abgeht. Spitzhacke. Das ist noch eine Spitzhacke und das reicht dann erstmal. Schaufel ist Schwachsinn, aber nehme ich einfach mal mit. So, und ab in den Krieg. Warte, oh, es, nee, regnet. Es regnet. Warte, ich komme. Kommst du auch? Ja. Siehst ja den Eingang. Ey, bei mir schneit's. Da bist du im Schneegebiet, ey. Ja.